Die Märkte haben heute eine sehr wichtige Botschaft bekommen, die sie bislang ignorieren. Aber man kann ja manche Sachen so lange ignorieren, bis es eben nicht mehr geht. Aber dann wird der Schmerz umso größer. Was meine ich damit? Wir haben heute die Erzeugerpreise bekommen und eins wird immer klarer. Die Kosten für die Unternehmen steigen weiter. Aber diese Kosten können sie nicht weitergeben, denn das sehen wir an den Verbraucherpreisen, die ja tendenziell sogar rückläufig ist. Das heißt, wir haben hier bei den US-Unternehmen ein Margenproblem. Die Kosten steigen, die können sie nicht weitergeben. Wenn ich die Kosten nicht weitergeben kann, mache ich weniger Gewinn. Simple as it is. Und dann stellt sich die Frage eben auch der Bewertung. Schauen wir uns die ganze Geschichte kurz vor dem Wochenende nochmal an. Wir hatten heute überraschenderweise die Erzeugerpreise höher in allen Kategorien. Ob Headline-Zahl, Vormonat, Vorjahresmonat oder eben Kernrate. Vor allem Core in der Kernrate mit 3,0% zum Vorjahresmonat deutlich höher als die 2,5% erwartete. Wir haben jetzt also die höchsten zum Vormonat, die höchsten oder Vorjahresmonat ist das genau, die höchsten PPI-Daten, also Erzeugerpreise, seit März 2023, also seit knapp eineinhalb Jahren. Wir sehen, dass die Verbraucherpreise ja tendenziell zurückgehen, aber die Erzeugerpreise eben nach oben gehen. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze dann aussieht. Das sind also oben die Kosten für die Unternehmen und unten die Kosten gewissermaßen für die Verbraucher. Und da ist eben dieser klare Widerspruch, die Kosten der Unternehmen können sie nicht mehr weitergeben an die Konsumenten. Und das wird sich dann eben in den Zahlen zeigen. Und wenn wir uns nochmal die Erzeugerpreise heute anschauen, dann ist ziemlich genau das passiert, was gestern schon passiert ist bei den CPI-Daten, also bei den Verbraucherpreisdaten, nämlich, wenn Sie hier mal unten gucken, Juni und die Kategorie Energy, dann sehen wir, aha, ein Rückgang von 2,6%. Wir haben also offenkundig die Situation, dass die Energiepreise zurückgegangen sind. Das stimmt weder für Elektrizität noch für Erdgas noch für Benzin. Also das ist wieder mal so wunderbar seasonal adjusted. Hier sehen wir das Grüne hier. Das ist der angeblich fallende Preis eben für Energie. Okay, jetzt schauen wir uns aber mal zum Beispiel die Tankstellenpreise an. Und da, wo ich das Wort hier in diese Grafik reingeschrieben habe, da ist der Juni, der vor allem dann zum Ende hin nochmal steigende Preise sieht. Aber nein, die Preise sind ganz sicher gefallen, weil man das Ganze eben saisonal adjustiert. Okay, kann man machen, aber es spiegelt nicht die Realität wider. Mit anderen Worten, die Kosten für die Unternehmen waren de facto wahrscheinlich sogar höher als in den Erzeugerpreisen angegeben, sodass die Differenz, das Ungleichgewicht zwischen gestiegenen Kosten und den Preisen, die man an die Konsumenten weitergeben kann, letztendlich noch größer wird. Wir sehen, dass vor allem hier reingeschlagen hat Trade Services, also Dienstleistungskosten, das dürften steigende Löhne sein etc. Das war der Hauptfaktor, wie gesagt, Energie angeblich sogar disinflationär. Wir hatten dann heute auch noch die Verbraucherstimmung und das bestätigt so ein bisschen das, was wir von der beginnenden Berichtssaison bereits schon erfahren haben. Gerade Unternehmen, die mit den Konsumenten ihr Geld machen und weniger mit anderen Firmen ihr Geld machen, die haben richtige Probleme. Sehr, sehr schwaches Verbrauchervertrauen, 66,0 erwartet 68,5. Das ist der niedrigste Wert seit November 32. Auch die Current Conditions and Expectations deutlich niedriger als erwartet. Buying Conditions for Homes, also wie schaut es aus, wie sind die Bedingungen, wenn man Immobilien kaufen will? Extrem schlecht, sogar schlechter als in der Finanzkrise. Aber was man genossen hat, war, dass die 5- bis 10-jährige Inflationserwartung von 3,0 auf 2,9% gefallen ist. Das hat die Wall Street so ein bisschen gefeiert, die sich heute technisch erholt. Wir sehen Erholung bei den großen Tech-Werten, die natürlich gestern ziemlich kurzfristig ausgebombt waren. Aber ich denke nicht, dass wir, das ist zumindest meine These, im Nasdaq nochmal ein neues Allzeithoch sehen. Schauen wir mal, aber schauen wir uns nochmal das Consumer Sentiment an. 8 Monatstief, wie gesagt, weil die Preise ebenso hoch sind und die Konsumenten nicht mehr mitkommen. Unten sehen wir, dass vor allem Familien, die weniger als 75.000 Dollar verdienen, hier besonders jetzt zu leiden beginnen. Die anderen auch, aber die haben eben noch mehr Puffer offenkundig. Und insgesamt, wenn wir das Ganze nochmal runterbrechen auf die Gesamtwirtschaft in den USA, sehen wir,
eben diesen Bloomberg Economic Surprise Index. Die Daten werden also immer schlechter und ich glaube, es grenzt schon an Magie, wenn schlechter werdende Wirtschaftsdaten sich nicht irgendwie auch in den Bilanzen der Unternehmen zeigen würden. Die Wall Street scheint das anzunehmen, aber Banken wie JP Morgan, die heute ihre Zahlen berichtet haben, scheinen das nicht anzunehmen, denn die haben ihre Rückstellungen für faule Kredite deutlich erhöht. Das war in der Form nicht ganz erwartet. Die Zahlen waren okay. Man hat einen Rekordgewinn gemacht durch einen Einmaleffekt, aber oder durch Einmaleffekte war so lala, die Aktie auch wenig verändert. Wir hatten dann Citi, die Zahlen waren gut, die Aktie gestiegen, Wells Fargo, die Aktie dagegen deutlich unter Druck. Und wenn wir schon bei JP Morgan sind, dann sagte JP Morgans Chef Dimon eben, ja, die Inflation und die Zinsen, die werden länger hoch bleiben. Führt da ein paar Gründe auf, wie fiskalische Defizite, Infrastruktur, Notwendigkeiten, da muss rein investiert werden, die Deglobalisierung in gewisser Weise, Remilitarisierung der Welt, so muss es heißen. Bei JP Dimon weiß man nie genau, sagt er das aus Eigeninteresse oder weil er es wirklich denkt oder wirklich analytisch irgendwie eruiert, so oder so, wenn wir all das mal zusammenzählen, also eine sich deutlich abschwächende Wirtschaft, ein sich deutlich abschwächender Konsument, dann haben wir Bewertungen, die nur in der Dotcom-Blase an den Märkten ein bisschen höher waren und das bedeutet eben, da ist ein gewisses Risiko perspektivisch, vielleicht nicht heute, ja, nicht falsch verstehen, dass ich sage, es geht jetzt sofort runter, aber wir haben perspektivisch eben das Problem, dass wenn die Margen schlechter werden, dann eben in Relation die Bewertungen eben gigantisch hoch erscheinen, so etwa bei Nvidia, aber da ist still und heimlich, haben die Analysten jetzt ihre Erwartungen ziemlich deutlich gesenkt. Hier unten sehen wir mal alle Goldminen Produzenten der Welt in Relation zu Nvidia. Das zeigt so ein bisschen die Dimension. Die Hoffnung ist da, dass die Zinsen sinken. Ganz klar nach den Verbraucherpreisen gestern, aber heute eigentlich nicht wirklich eine Zinssenkungsbestätigung durch diese heißeren Erzeugerpreise. Die Märkte lassen sich aber nicht abschrecken, preisen eine fast 90-prozentige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Zinsen im September sinken. Insgesamt erwarten die Fed Fund Futures ja, knapp über 2 Zinssenkungen, auch wenn manche Leute wie Mohamed El Erian waren. Also das könnte sein, dass das nicht im September passiert, dass es nicht so schnell geht. Ein Punkt könnte die Politik sein, könnten diese Geschichten sein, dass zum Beispiel Biden versucht, noch Studentenkredite, Schulden zu erlassen etc., also die Defizite weiter steigen. Und wenn wir nochmal zum Marktgeschehen kommen, dann hatten wir ja gestern diese unfassbare Outperformance der Nebenwerte oder all dessen, was schlecht gelaufen war, im Vergleich zu dem, was vorher gut gelaufen war, wie eben US-Tech, jetzt heute Wells Fargo, die sagen, also wir glauben nicht an diese große Rotation, denn da brauchen wir niedrigere Zinsen, die vielleicht nicht so schnell kommen und Earnings-Optimism. Ich hatte heute Morgen schon gezeigt, dass insgesamt die Unternehmen im Russell 2000 Geld verlieren, 40% verlieren Geld, 60% machen Geld, aber die 40% die Geld verlieren, die verlieren mehr Geld als die 60%, die Gewinne machen. Also die Bilanzen sehen nicht gut aus, auch wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Equal Weight Index anschauen im S&P 500. Dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Also der gleichgewichtete Index, nicht der Index, in dem die Schwergewichte enthalten sind. Und wir sehen eins, und das ist für mich jetzt schon ein immer klareres Signal in Sachen Rezession. Wir sehen hier die 2- und die 30-jährige Zinskurve, die jetzt dabei ist, sich zu entinvertieren. Und normalerweise hat man in solchen Situationen, wo diese Entinvertierung stattfindet, dann auch eine höhere Volatilität an den Märkten. Eines der großen Krisenthemen neben dem Konsumenten ist derzeit eben der Gewerbeimmobilienbereich hier in Frankfurt, also in Frankfurt, The Square. War ich schon mal, hatte ich mal einen Termin in diesem gigantischen Gebäudekomplex. Da hat S&P jetzt gesagt, wir denken, dass dieses Gebäude jetzt inzwischen 40% weniger ist als bei der letzten Einstufung. Und hier sehen wir mal ein Gebäude in Portland. Ein großes Gebäude mitten im Zentrum ist jetzt für 3,25 Millionen Dollar zwangsverkauft worden im Prinzip, weil es sich keine Käufer gefunden haben. Das zeigt so ein bisschen die ganze Dimension und viele dieser Eigentümer, dieser Bürokomplexe, die müssen sich jetzt refinanzieren zu deutlich höheren Kosten. Auch China hat seine Themen. Hier sehen wir zum Beispiel M1 Money Supply, das ein Frühindikator ist.
für das, was kommt, ist 5% zum Vorjahresmonat gefallen. Das ist der größte Rückgang. Also wir sehen, da gibt es Probleme. Wir werden von China erstmal keine Rettung bekommen, vor allem wenn der Immobilienmarkt nicht wirklich läuft. Und wie soll der laufen, wenn wir uns mal solche Bevölkerungsbäume anschauen oder die Bevölkerungsstruktur anschauen? Oben sehen Sie China, so wird das aussehen. Die werden im Jahr 2021 sehr viele Alte haben und relativ wenig Junge. Die Bevölkerung Indiens wird etwa doppelt so hoch sein in 75 Jahren als die in China. Die USA dürften sogar in Richtung China aufschließen. Also das zeigt so ein bisschen die Perspektiven in Sachen Demografie. Haben die Japaner ja eine besonders schlechte Perspektive. Die haben auch eine seltsame Währungspolitik gemacht, die jetzt zurückschlägt. Sie müssen nämlich permanent intervenieren, um den schwachen Yen zu stützen. So hat man jetzt wieder um und bei 20 Milliarden Dollar investiert, um den Yen zu stützen, hat gesagt, naja, wir gucken auch auf Euro-Yen, also das Verhältnis zwischen Yen und Euro, nicht nur Dollar. Also man gibt viele Milliarden aus und man hat ja nicht endlos unbegrenzt irgendwelche Milliarden, die man in Dollar mal eben aktivieren kann, um sie dann in Yen zu tauschen. Hier sehen wir, dass das natürlich eine riesen tickende Zeitbombe ist neben der Demografie in Japan. Abschließend sehen wir auch nochmal den Nikkei, meine Damen und Herren. Der hat ein ziemlich klares Evening Star Chart-Pattern, kann man sagen. Also das könnte für den Nikkei, der ja sehr lange sehr gut gelaufen ist, jetzt zu Ende sein, diese Party, wenn der Yen jetzt stärker werden sollte. Sind die Aktienmärkte am Höhepunkt? Wir haben ja hier ein Bärensterben, Kulanovic, der sozusagen gegangen ist von JP Morgan, Wilson, Mike Wilson, der seines Amtes mehr oder weniger enthoben wurde. Hier sehen manche eine bestimmte Analogie, natürlich nicht ich, aber manche. Sehr empfehlenswerter Artikel, den ich Ihnen ans Herz lege, gerne weiterempfehlen über diese Social Media Button. Und die Frage jetzt nochmal, was könnte denn vielleicht entgegen der Erwartung der Märkte dagegen sprechen, dass die Fed im September die Zinsen senkt? Da gibt es luzide Einsichten in diesem Artikel, also diese beiden. Und jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Gell? Servus, ciao.